Der Walter mauert sich ein, weil er kennt Bismarck. Wack! Hier kommt der frechste Kanzler seit Bismarck. Keiner plant die Mauer, fiese Möppe war das für ein Ende. Doch ich hatte halt von Anfang recht, keine Experimente. 45 wurde Europas linke Hälfte nur befreit. Im Rest machten sich Zonen Warlords wie der Ulbricht breit. Und eure Propaganda-Lügen sind euch selbst doch nicht geheuer. Statt Begeisterung der Massen gibt's ein Stacheldrahtgemäuer. Das das Volk zum Schweigen bringen und es gefangen halten soll. Die Volksdemokratie nahm vor dem Volk die Hosen voll. Drum lieber Walter, mach dich ehrlich, etwa Zeit für eine Bekehrung. Weil du nichts zu bieten hast als eine Bankrotterklärung. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Wohl er für die Vaterländer beiderseits der Größenwand. Auferstanden aus Ruinen und der Sozialismus sicht. Siechen ist das Stichwort, das erklärt, was hier so modrig riecht. Du kleiner Karnevalskanzler, pass auf und lausche mir. Zeigst du mir keinen Respekt, spielt keiner meiner Freunde mit dir. Die Walter Ulbricht, doch kein Torsch dafür, ganz Osteuropa mag dich. Unser super duper Traumprojekt, der Kommunismus floppt nicht. Wir schmeißen Hämmer Sicheln, sind der krassere Block. Das rote Banner weht von Eisenach bis Vladivostok. Ein Reich des Friedens, bloß zum Schutz ein bisschen eingezäunt. Kauft ihr euch voller Neid, bei uns regiert die Völkerfreundschaft. Die Genossen jubeln vor Verzögerung, meine Fans sind Mao, Khrushchev, Che Guevara, Pieck und Egon Krenz. Du bist doch nicht so überzeugt von Marx und Leninismus. Wir sind uns in Hünschenhausen, Junge, Leninismus. Das ist, warum ich's bei der SPD nicht lange trug. Nein, ich trat aus, denn der Verein war mir nicht links genug. Habe im Kampf mit dem Faschismus nie nach Sonnenschein gefragt. Von eigener Hand den letzten Nazi aus Berlin verjagt. Ich rette euch Frieden auf die Fahnen, ey, ihr wollt und nicht, ihr kommt. Friede geht in Freiheit, nur wie war das mit dem Horizont? Ich disse keinen von hinten, der sich nicht verteidigen kann. Aber bei offenem Visier, da zieh dich lieber warm an. Du hast im Sommer in der Uckermark die Datsche gepflegt. Ich hab mein Kanzleramt komplett nach Italien verlegt. Den Élysée-Vertrag ist halt mit Frankreich, was ist los? Nach 100 Jahren wie von Battle jetzt für immer Bros. Alle das Handeln mit Paris macht unverhohlenen Spaß. Bei euch ist Völkerfreundschaft nur eine befohlene Farce. Siehst du es nicht, deine Genossen rennen Scharen weg. Denn dein politisches System ist Dreck. Bei uns sind jeden jetzt den Leuten wieder Made im Speck. Die Tritzonesien-Republik hat seines Jäh zu den Zweck. Ich steppe ein Spike und mach von Ulm bis Kiel die Seele voll. Dabei verspachtelst du alleine, na so bricken sie wohl. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Wohl eher für die Vaterländer beiderseits der Größenwand. Auferstanden aus Ruinen und der Sozialismus sicht. Siechen ist das Stichwort, das erklärt, was hier so modrig riecht. Ich gehe stolz durch unsere Straßen, guck mir alles an. Das hat mein Freund erschaffen, alles hier mein Freund, der Plan. Neue Fassaden ziehen die Stadt und das System in unserem Land. Es sieht aus wie Demokratie, doch wir haben alles in der Hand. So wie es in deinen Händen lag, die deutsche Einheit herzustellen. Stalin hat es angeboten, doch du musstest ihn verprellen. Freiheit für Neutralität, ihr habt die Formel nicht gewollt. Ist lieber auf dem Schoß vom Ami und poliert ihm sein Gold. Aber Arbeiter und Bauern widersetzen sich der Qual des Imperialismus. Rechte Hand die Kölsche, links das Kapital. Die Weltrevolution fängt euch schon weg in ihrem großen Strudel. Mit seinem Aktienhandel, Cola, Mickey Maus und Popgedudel. Nein, wir wollen ihn nicht kopieren, euren westlichen Schmutz. Können alles besser und die Mauer dient nur unserem Schutz. Doch wenn ihr Faschisten angreift, gibt es Gegenwehr. Von 100 Divisionen Trabis aus der DDR. Es bestätigt sich beim Hören, wie der Walter rumschreit. Jürcher Prenzl für die Klugheit, aber nicht für Dummheit. Jeder weiß, die Stalin-Note war eine Propaganda-Finte. Kein Stück ernst gemeint und trotzdem schmeiß ich nicht ins Korn die Flinte. Denn die Einigkeit Europas, sie bleibt unser großes Ziel. Sie war Traum von wenigen und wurde Hoffnung für so viele. Doch sie kann uns nur in Würde, Frieden, Recht und Freiheit glücken. So lang müssen stark wir sein und nicht von dem Prinzip erbrücken. Ja, der Drang nach Freiheit macht doch nicht an euren Mauern Halt. Du wirst es sehen, der Geist ist stärker als die rohe Gewalt. Ich hab da so eine Theorie benannt nach einem Magnet. Das Volk wird selbst entscheiden, wohin einst die große Reise geht.